Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Minecraft Varo. Ich gehe jetzt wieder auf dem Server rauf und ja, es geht jetzt wieder weiter mit Varo. Ja, wir sind jetzt hier in der Höhle und wollten, ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ich glaube, wir wollten, was wollten wir denn genau machen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht gespielt. Hab doch gemerkt, dass ich Freitag kein Video hochgeladen habe, weil es war ja Freitag der 13. Leute, das ist der Pechtag, da ladet man kein Video hoch. Nein, alles nur Spaß. Natürlich war das nicht beabsichtigt. Ich habe jetzt eigentlich nicht extra kein Video hochgeladen, sondern es hatte schon Grund. Ich war einfach nicht zu Hause. Jetzt ist wieder Sonntag, jetzt ist morgen wieder Schule, da bin ich natürlich zu Hause. Und ja, nächste Woche bin ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen inaktiv, wahrscheinlich. Ja, inaktiv kann man das nicht nennen, aber die Videos werden halt ein bisschen spät kommen. Die kommen aber, glaube ich, immer spät, deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlimm für euch. Ich bin halt so ein YouTuber, der ladet ein bisschen spät hoch, leider. Aber ich glaube, ich kann es mir erlauben, weil ich habe ja eine gute Leitung, da kann man das. Ja, ihr müsst mal schreiben, wann soll ich mal ein Video hochladen? Also, welche Uhrzeit soll immer ein Video kommen? Stimmt, was ich auch noch machen könnte, was gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Stärke 1 und Stärke 1 zu Stärke 2, oder? Macht das einen Sinn? Ich glaube mal schon. Habe ich wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hier mein Schärfe 3 Schwert. Genau. Den Amboss nehme ich mal wieder mit. Jetzt habe ich wieder mehr Platz im Inventar. Ja gut, fahren wir einfach ein bisschen Levels erstmal, würde ich sagen. Und dann... Ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar Sachen anzusprechen. Ja, also heute gab es sogar in Österreich eine Wahl, wo sehr viele Parteien und so weiter, ich werde ein bisschen was erklären, einfach für die Leute, die aus Deutschland kommen, die werden das nicht wissen, aber es gibt halt viele Parteien in Österreich, gibt es auch in Deutschland zum Beispiel, da gab es ja auch vor letztens eine Wahl und deswegen dachte sich Österreich auch so, ja, wir müssen jetzt auch eine machen. Ja, das Wichtigste erstmal dazu zu sagen, in Österreich kann man ab 16 Jahren schon wählen, ist in Deutschland ab 18. Ich kenne mich ja einigermaßen aus. Ich bin jetzt nicht so der Politiker, aber trotzdem kenne ich mich da so ein bisschen aus. Und man sollte schon wissen, ja, welche Parteien es gibt und was die halt machen und so weiter. Da sollte man sich schon ein bisschen Gedanken darüber machen. Aber ich bin halt noch 15, ich darf noch nicht wählen, erst nächstes Jahr. Aber es gibt ja immer wieder Wahlen, also ist das ja eigentlich gar nichts Schlimmes. Keine Ahnung, ich setze einfach mal ein paar Steine. Weil die einfach hier rumliegen. Ich mache gerade eigentlich nur Müll, aber gut. Genau, also ich war die letzten Tage relativ inaktiv gewesen. Also so auf Teamspeak und Skype und so weiter war ich sehr inaktiv. Also ab Freitag ging es los und ich habe auch keine Streams gemacht und so weiter. Ich habe es ja auch euch gesagt, ja, es gibt keinen Stream dieses Wochenende. Ich hätte gern gestreamt, aber ich war halt nicht zu Hause. Ich habe bei meiner Oma geschlafen, 2 Tage lang, also Freitag, Samstag und Samstag, Sonntag. Ja. Genau, also heute war ich ein bisschen, haben wir ein bisschen was gemacht und so. War ein Pizza essen sogar, also extrem geil. Bei uns gibt es eine richtig geile Pizzeria. Da habe ich auch schon mal ein Vlog drüber gemacht. Also, da waren wir mal nach der Schule Pizza essen. Genau, ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, ne? Ich habe schon so vergessen, weil ich schon so lange nicht mehr Varo gespielt habe. Der Server war auch kurze Zeit off, glaube ich. Also heißt, man konnte nicht drauf, warum auch immer. Ich weiß nicht, was Dago wieder gemacht hat. Wahrscheinlich Dago hat ja zur Zeit... Ja, genau, jetzt ist mir das schon wieder passiert. Dago hat ja zurzeit bei seinem Server relativ viel gemacht. Er hat ja auch gesagt, ja, du hast was verpasst, Fabian. Ich habe für meinen Server ein paar Leute, also so Beta-Tester und sowas gesucht. Also, ja, Dago, ich habe ja MVP, da kann ich ja immer drauf, oder? Also, ich meine, muss ich ja nicht unbedingt da jetzt was machen, ne? Also, ich brauche da nicht unbedingt mitmachen, so ein Pass gewinnen, ist so wie eine Wildcard, vielleicht kennt ihr das, damals hat Zander LP auch so einen Server gemacht, da konnte man nur mit einem Wildcard drauf, also heißt so wie eine Erlaubnis, wo nur du dann drauf kannst und sonst keiner. Jetzt ist der, warum kann ich das nicht aufsammeln? Jetzt, keine Ahnung, backt irgendwie ein bisschen rum gerade. Den Sound nehme ich jetzt wieder mit Audacity auf, ihr merkt es ja wahrscheinlich.
Also in den Streams wird der Sound nicht so gut sein, sage ich euch schon gleich. Das ist nur in den Videos jetzt so. Also bitte jetzt. Ich suche noch eine Lösung irgendwie, was ich machen könnte. Alles klar, joint jetzt hier einfach mal einer drauf. Der will jetzt auch. Der will wahrscheinlich jetzt auch gegen mich kämpfen. Bitte, bitte lasst diese Scheiße. Ich will nicht kämpfen. Schaut euch mal an. Das ist alles, was ich habe. Was soll ich damit anfangen? Jetzt mal ohne Witz. Wahrscheinlich jetzt wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nein, nein, nein. Möchte nicht. Schaut euch mal an. Ist ja gar nichts. Ich habe wahrscheinlich. Ich wollte wahrscheinlich Eisen. Nee, ich möchte nicht kämpfen. Ich habe es euch schon 100 Mal in den Videos gesagt. Ich möchte nicht kämpfen. Genau, wir werden jetzt auf jeden Fall Eisenrüstung machen. Nein, ich will gar nichts. Ich will, bitte lasst mich in Ruhe. Ich will gar nichts von anderen Leuten irgendwas haben. Warum leftet der schon wieder? Ja, moin. Ja, tut mir leid, aber ich nehme kein Zeug von anderen Leuten an, weil ich weiß nicht, ob ich das darf und ich möchte selber alles erfarmen und so weiter. Jetzt wird ein bisschen. Varo ist zurzeit relativ langweilig, ich weiß es selber, aber was soll ich machen? Aber ich finde das extrem geil, wie ich jetzt einfach aufnehmen kann mit Outer City und sowas. Also extrem geil. Ist ein viel besseres Gefühl, als wie wenn man immer so OBS und sowas aufnimmt. Ne? Ist nicht so gut OBS, habe ich auch gemerkt. Also jetzt vom Sound her ist OBS nicht gut. Da ist Outer City wirklich besser und das ist. Outer City ist wirklich kostenlos. Ich müsste auch mal in die Beschreibung schreiben, mein Stimmenaufnahme, also mein Aufnahmeprogramm für die Stimme oder so. Wie soll ich das hinschreiben? Muss ich auch noch machen, stimmt. Ist mir gerade auch eingefallen. Ich würde einfach mal sagen, jetzt machen wir das so. Jetzt verzauber ich erstmal. Mache ich erstmal noch einen Helm. Verzauber den ganzen und dann. Ja, ich krieg einfach nur Müll drauf. Ja, geil. Stärke 1. Jetzt kriege ich Schutz. Schutz mach mal drauf. Jetzt werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. So, Schutz 1. Schutz 1, Schutz 1, Schutz 2. Ich werde auf jeden Fall jetzt meine Rüstung mega gut enchanten, damit ich dann bald einen Kampf machen kann, ne? Also, jetzt geht's wirklich bald ans Kämpfen ran. Hier wieder Schutz 1. Bitte Schutz 1, ja, nice. Schutz 1, Schutz 1, Schutz 2, perfekt. Jetzt fehlen mir eigentlich die Levels. Ich nehme jetzt noch das restliche mit. Ja, jetzt fehlen mir Levels, das ist halt das Problem. Ja, ich werde durch Schmelzen bekomme ich so und so noch Levels, aber trotzdem wird das nicht reichen, ne? Level 3 bin ich jetzt. Ich brauche wieder Level 4. Ja, kriege ich auf jeden Fall hin. Wer lebt denn überhaupt noch alles? Ich habe keine Ahnung, wer alles jetzt noch lebt hier in Varo. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich war inaktiv. Ich habe es euch gesagt. Wie lange kam jetzt kein Video oder kein Varo jetzt? Ich glaube, Donnerstag kam keins. Also Donnerstag kam eins, stimmt. Aber Freitag kam keins. Samstag habe ich ja ein bisschen was anderes hochgeladen. Mal wieder Skywars habe ich ganz schnell aufgenommen. Danach bin ich wieder. Also ich ist sozusagen. Also Leute, soll ich euch mal erklären, wie es genau war? Dieses Wochenende. Also ich war. Freitag war ich den ganzen Tag nicht zu Hause. Da kam mir auch kein Video. Samstag bin ich mal kurz 2 Stunden nach Hause gegangen von meiner Oma. Die wohnt ja nicht so weit weg von hier. Also von meinem Zuhause halt. Da konnte ich dann einfach nach Hause gehen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich halt, ich brauche wieder Level 4, stimmt. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe einfach, hatte 2 Stunden Zeit, habe ein Video aufgenommen. Oh weia, mein Essen. Das, oh, da muss ich jetzt schnell was machen. Mein Essen, mein Essen. Ja, jetzt an Hunger sterben werde ich natürlich nicht, aber trotzdem. Schnell, schnell, beeil dich. Es leckt. Okay, es geht. Genau, mein Essen geht auch den Bach runter. Ich brate jetzt einfach mal alles, ist ja auch egal. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich brauche jetzt nur noch Brustpanzer auf Level 2, ne?
So, diese Steine brauche ich gar nicht. Redstone habe ich auch zu viel, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das alles noch brauchen werde. Mal schauen. Warte, eins lasse ich noch drinnen. Und den Rest würde ich sagen, behalte ich einfach so im Inventar, ne? Man weiß ja nie. Wie viel Eisen brauche ich denn noch? Oh ne, das war Gold. Das war Gold gewesen. 3 Eisen noch, dann habe ich wieder 8. Dann kann ich den Brustpanzer auch noch machen. Stimmt. Genau, dann werde ich heute mal einfach probieren, Schutz 2 überall hin. Also auf die ganzen Sachen Schutz 2 zu bekommen. Ist ja auch nicht so einfach. Jetzt gucken wir hier, ob ich hier noch Kohle irgendwo habe oder so. Vielleicht finden wir sogar noch Diamanten. Ich muss halt auf die Zeit achten. Redstone, das passt perfekt für die Levels. Weil jetzt ist Levelfarmen am wichtigsten, enchanten und dann können wir auch schon wieder kämpfen. Ne? Also wird nicht mal lange dauern und dann gibt es den ersten Kampf jetzt von mir, aus meiner Sicht jetzt. Genau, also ich weiß gar nicht noch. So geht wieder weiter, weil ich hatte gerade eine Unterbrechung. Beziehungsweise ist wieder jemand reingekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Okay, gut Leute, dann würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal die zwei. Boah, wenn ich jetzt geswottet werde, das wäre extrem krass. Bist du nicht Nilo? Nein! Hä? Ich schau nicht Nilo nicht. Ne, ich kenne den zwar, aber ich schau den nicht. Jetzt leftet er auch wieder. Keine Ahnung, was mit dem ist. Nichts gegen dich, aber was schreibst du für eine Scheiße? Jetzt mal ohne Witz. Ich bin kein Nilo-Fanboy, wie viele andere vielleicht. Gold müssen wir auch nochmal schmelzen. Beziehungsweise, ja, heißt er schmelzen. Da brauchen wir jetzt noch wie viele Levels, um jetzt Schutz 2 zu machen. Ne, können wir sogar machen. Jetzt haben wir überall Schutz 2 drauf. Das passt auf jeden Fall jetzt. Und dann, was wollen wir noch machen? Ich denke mal, was sollen wir jetzt noch machen? Verzaubern wenn ich jetzt nichts mehr. Schutz 3 ist mein nächstes Ziel. Vielleicht schaffe ich sogar Schutz 4 oder sowas. Ich will extra nicht so ein Typ sein, der auf Diamantrüstung aus ist. Nein, ich bin eher auf die Eisenrüstung aus und die hoch verzaubern. So hoch es halt geht, ne? Goldapfel können wir auch noch machen. Also Goldapfel, Goldäpfel eigentlich. Also wir brauchen nicht nur eins, sondern so 10 oder sowas wäre geil. Ja, oder 5 wenigstens. Reicht dann erstmal aus. Ich mag das einfach nicht, wenn jemand ins Zimmer reinkommt, dann muss ich wieder alles rausschneiden und der Ton jetzt zu schneiden ist mit Movie Maker eigentlich der größte Dreck, aber gut. Es funktioniert, ne? Ist mir das Wichtigste, weil man kann jetzt einfach mit Movie Maker kann man halt einfach noch eine zweite Tonspur hinzufügen, wenn man einfach auf diese Audio geht. Man kann ja Musik, man kann ja das Bild, dann die Musik und dann noch den Ton hinzufügen. Du kannst sozusagen 3 Sachen damit bearbeiten, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt noch eine, keine Ahnung, dritte Tonspur haben willst, das wird dann schon schwierig, ja. Ich glaube, das geht gar nicht. Also man sieht, man kann mit Movie Maker zwar gut schneiden, aber ich sag mal so, es ist einfach nicht so geeignet zum wirklichen Schneiden und sowas. So, jetzt werfen wir das Ganze hier weg. Einfach aus dem Ofen raus. Was brauche ich nicht? Ja, Redstone brauche ich jetzt erstmal echt nicht. Redstone macht echt keinen Sinn, so viel zu haben. Redstone habe ich ja extra nur für die Levels jetzt abgebaut. Gut, jetzt haben wir alles mitgenommen. Das habe ich. Ja, geil. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schutz 2. Und hier den Bogen, Stärke 2, Eisenschwertschärfe 3. Also so schlecht bin ich jetzt nicht mehr, aber
Jetzt bin ich auch nicht so, ich bin auch nicht so der Beste jetzt. Von der Ausrüstung her. Also Leute, dann würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon. Ich werde, glaube ich, gleich gekickt. Und dann geht's morgen weiter. Genau, da wurden wir auch gekickt, Leute. Dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Und dann, Leute, würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss.